125.000 Teilnehmer, mehr als 3.000 Veranstaltungen in nur 5 Tagen. Dies wäre ohne all die fleißigen Helfer nicht möglich. Es gibt ganz vielfältige Aufgaben. Wir stehen hier im Moment an einer Tür und informieren die Leute, wenn sie sich nicht sicher sind, was in dieser Halle stattfindet, wo die nächste Toilette ist, wo es was zu essen gibt, wie komme ich zum Ausgang, wo bin ich überhaupt, wo will ich hin. Man trifft ganz viele nette Leute, man hat eine super sinnvolle Aufgabe, man tut was für die Gemeinschaft und es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung. Weil man viele Leute trifft, viele neue Leute kennenlernt, auch aus anderen Konfessionen. Also es ist einfach toll, so eine Gemeinschaft dann zu fühlen. Also macht einfach Spaß. Es war einfach schön, Leuten helfen zu können und so. Damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung habt. Feiert, lacht und singt, damit ihr Hoffnung habt, damit ihr Hoffnung habt. Ohne ehrenamtliche Helfer gäbe es keinen Kirchentag. Also das heißt, es ist ein ganz wichtiger Teil. Und mein erstes großes und freudiges Erlebnis beim Kirchentag war, als wir die Helferinnen und Helfer begrüßt haben. Und dann sind also, damals mal in der Halle gut 3.500, überwiegend junge Menschen. Wunderbar, ich habe gesagt, das Bild würde ich gerne um die Welt schicken. Die junge Generation, die sich engagiert, junge Kirche. Und das ist ganz großartig. Die Hoffnung bleibt, dass die, die was zu sagen haben, die Wichtigkeit von Kindern realisieren. Auch wenn die Welt verrückt spielt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Zu glauben hat schon manchen Berg versetzt. München ist nicht mehr blau-weiß, sondern orange. Die Kirchentagsteilnehmer sind an ihren Schals erkennbar. So einen will ich jetzt auch. Ja. Genau, danke schön. Super. Schal. Vielen Dank. Alle mal ein, oder? Das ist der Kirchentagsschal, das ist so ein Erkennungszeichen, wo ganz viele sofort sehen, dass es jemand, der auf dem Kirchentag ist. Gerade mitten in München, in der Innenstadt, leuchtet es plötzlich orange auf und die Leute wissen, es ist Kirchentag. Ich habe ihn eigentlich für meine Tochter gekauft und weil er so schön ist, habe ich meiner Frau noch einen gekauft und mir auch noch einen. Das haben fast alle hier, gibt es gegen eine Spende. Ich habe mir den gestern einfach gekauft, weil ich was um den Hals herum brauchte, weil mein Hals ein bisschen angeschlagen ist. Und außerdem finde ich ihn bei mir ganz schön, weil es ein Kontrastprogramm zu meiner Tracht ist. Und ich finde das Motto des Kirchentags auch ganz schön und dass das mit Großbuchstaben hier draufsteht. Das ist Zeichen für einen Kirchentag, das ist einfach so die Solidarität. Also wir gehören zusammen. So, ich habe nun auch meinen Kirchentagsschal und der geht auf jeden Fall mit zurück nach Hamburg. Aber zunächst bleibe ich hier in München und Sie wissen ja, sobald ich etwas Neues entdeckt habe, sehen Sie es auf Bibel TV oder im Internet unter bibeltv.de. Damit ihr Hoffnung